Ja, 13.15 Uhr, fangen wir doch gleich mal pünktlich an. Herzlich willkommen zu dieser kleinen Diskussionsrunde mit Politikern. Wir freuen uns, die Beteiligten hier begrüßen zu können. Thomas Isenberg aus dem Abgeordnetenhaus von Berlin, gesundheitspolitischer Sprecher. Zwei Bundestagsabgeordnete, Frau Klein-Schmeink, Marie-Luise, glaube ich. Maria Klein-Schmeink, Entschuldigung, von den Grünen, Bundestagsabgeordnete, die sich auch schon lange mit Drogenpolitik befasst, und Herr Schinnenburg-Wieland, drogenpolitischer Sprecher der FDP in der Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen, einmal schon mal ein kleiner Applaus, dass die Kollegen sich hier zur Diskussion stellen. Die Linken insbesondere muss ich entschuldigen, die wären sicherlich auch hier gewesen als cannabisfreundliche Partei im Bundestag. Die haben aber dieses Wochenende ihren Bundesparteitag und da sind sie natürlich alle und insofern sind sie hier entschuldigt heute, wären sicherlich sonst dabei gewesen. Die CDU hat sich leider auch entschuldigen lassen für diese Diskussionsrunde. Üblicherweise sind sie da nicht dabei. Aber ich kann schon mal sagen, für unsere Cannabis-Normalkonferenz im November haben wir zum ersten Mal auch eine Zusage von einem CDU-Politiker. Insofern, wer sich wirklich für Cannabispolitik interessiert, sollte sich mit dieser Konferenz beschäftigen und hinkommen. So, fangen wir also an mit Thomas Isenberg vom Abgeordnetenhaus in Berlin aus aktuellem Anlass. Viele von euch haben ja vielleicht mitbekommen, dass die Landesjustizminister sich gerade zusammengesetzt haben zur Vereinheitlichung der geringen Menge in Thüringen und da laut Presse auch ein Beschluss bei rausgekommen ist, dass man die geringe Menge bis zu der Strafverfahren wegen Eigenverbrauch eingestellt werden können, auf bundesweit 6 Gramm festgelegt werden soll. So, jetzt ist die SPD in Berlin an der Regierung beteiligt und Thomas Isenberg kann was dazu sagen, wie das gelaufen ist. Ja, hallo erstmal. Berlin wird das nicht umsetzen. Dieser Beschluss der Justizministerkonferenz, den haben wir auch nicht mitgetragen. Also innerhalb der rot-rot-grünen Koalition ist das eine ganz klare Linie auch der SPD, dass wir da nicht drangehen werden. Es gab ja bei uns in Berlin schon mal vor 5, 6 Jahren Versuche der CDU damals, der CDU-Justizverwaltung und der CDU-Gesundheitsverwaltung gemeinsam eine Rechtsverordnung zu erlassen, um das zu reduzieren, die geringe Menge. Und das war ja auch dann einer der Gründe, wo wir als SPD gesagt haben, so geht das nicht weiter, wir müssen hier mal ein bisschen mehr Flagge zeigen und dann auch gegen die Union in dem Fall ganz klar uns artikuliert haben. Also die geringe Menge wird in Berlin nicht verändert werden. Das ist ganz klar. Wir haben dagegen gestimmt. Mich würde noch interessieren, wie sowas läuft. Die Justizminister treffen sich da in Thüringen. Einige gehen schon rein mit einer bestimmten Aussage. Anlass war der Baden-Württemberger Justizminister, der offen gehalten hat, welche Regelungen er anstrebt. Aus Bayern, der Justizminister ist gleich reingegangen, hat gesagt, ja, Vereinheitlichung ist super, aber auf hardcore bayerischem Niveau, 6 Gramm und harte Regelungen. NRW hat gesagt, wir können uns nicht einigen in der Koalition. CDU, FDP haben völlig unterschiedliche Vorstellungen, so wie üblich das eben ist bei so einer Landesministerkonferenz, dass die dann da ohne Votum reingehen und nicht mitstimmen sozusagen. Wir haben aber andere Bundesländer gehabt, auch wo FDP und Grüne beteiligt waren, Schleswig-Holstein zum Beispiel, die für 6 Gramm sich im Vorfeld ausgesprochen haben. Gab es da in Berlin im Vorfeld der Konferenz Gespräche in der Koalition, wie man da jetzt vorgeht? In jedem Bundesland gibt es da im Vorfeld Gespräche. Man muss sich das so vorstellen, es gibt regelmäßige Konferenzen der Gesundheitsminister, der Bildungsminister, der Justizminister natürlich auch. Die haben eine Tagesordnung, die wird aufgestellt. Zur Vorbereitung gibt es dann auch die Staatssekretäre, die leitenden Ministerdirigenten und die Staatssekretäre, die Amtschefkonferenzen, die das vorbereiten. Das heißt, jede Position, in dem Moment, wo der Minister zum Bundesrat geht oder im Bundesrat etwas, Entschuldigung, nicht Bundesrat, in dem Moment, wo der Minister zur Justizministerkonferenz geht, ist die Tagesordnung durch. Da weiß man auch vorher schon, für was diese Amtsperson dann sich ausspricht. Und ich kann mir das nur, normalerweise ist es auch so in der Landesregierung, dass in den Koalitionsverträgen drinsteht,
In Bayern, die haben es da einfach, die haben nur eine Partei, nämlich sich selber zu befragen, aber da, wo mehrere dabei sind, steht normalerweise drin, dass die Koalition gemeinschaftlich abstimmt oder bei unterschiedlichen Meinungen sich auf solchen Fragestellungen dann auch enthalten müsste, also auch auf Ebene der Justizministerkonferenzen. In Berlin ist es ganz klar, wir haben im Koalitionsvertrag eine neue Drogenpolitik eingeleitet, wir haben gesagt, wir wollen ein Modellprojekt auflegen, wir wollen, dass auf Bundesebene neue Regelungen durchgesetzt werden. Wir haben eine Bundesratsinitiative auch gestartet. Wir machen Drug-Checking jetzt, das haben wir auch im Haushalt vorgesehen. Und innerhalb der Berliner Koalition ist es ganz klar gewesen, dass da keine Zustimmung, dass das nicht zustimmungsfähig ist. Also wer dort eben als Minister irgendwo von einem anderen Bundesland die Hand hebt, hat das in der Regel in der Abstimmung mit anderen Ressorts besprochen. Wenn es nicht hätte, oder es kann natürlich sein, dass das Parlament es nicht wusste. Also das Parlament ist da in der Regel außen vor bei den Justizminister- oder Gesundheitsministerkonferenzen. Gerade bei dem Thema geringe Menge, das sind ja Rechtsverordnungen, die sind nicht zustimmungspflichtig seitens einer nordrhein-westfälischen Landtages beispielsweise oder auch nicht seitens des Berliner Abgeordnetenhauses. Wir als Fraktionäre wissen bei einigen Themen, was da getan wird. Wir fragen auch nach. Ich lasse mir auch immer vor den Sitzungen die Tagesordnung geben, in meinen Bereichen, um denn zu befragen im Vorfeld, wie sich unsere Regierung da verhalten möchte. Und im Zweifelsfall mache ich dann auch eine Welle, wenn mir das nicht gefällt. Aber es kann natürlich theoretisch sein, dass so ein Justizminister auch nach Hause geht, das zwar mit seinem Fachkollegen besprochen hatte, aber vielleicht gar nicht bisher realisiert hat, dass die Koalition von seinem Landesparlament im Parlament da ein bisschen anders tickt. Das wäre noch die Hoffnung, die man jetzt haben könnte bei Nordrhein-Westfalen beispielsweise. Gut, also wir haben gehört, wie es üblich ist und wir wissen jetzt auch, in Berlin haben die Koalitionäre aufgepasst, in NRW hat die FDP aufgepasst, in Schleswig-Holstein zum Beispiel haben FDP und Grüne nicht aufgepasst und die Aussage im Vorfeld verhindert, dass man dem zustimmt. Da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich die Parteien auch auf Landesebene ticken. Die Parteien sind nicht ein Monolithblock sozusagen, der immer gleich zu beurteilen ist, sondern man muss schon ein bisschen genauer hingucken. In Berlin ist offensichtlich die SPD auch fortschrittlicher als auf Bundesebene insgesamt, würde ich mal sagen. Ihr seid damit Vorreiter innerhalb der Partei. Und wir kommen jetzt nochmal zum Thema Modellprojekte, auch später nochmal in Bezug auf den FDP-Antrag im Bundestag. Und auch dazu kannst du einiges erzählen, weil Berlin eine der vier Städte ist, die im Moment sagen, jawohl, wir wollen ein Modellprojekt machen, wir wollen Cannabis abgeben im Rahmen eines wissenschaftlich begleiteten Modellprojekts an Konsumenten und schauen, wie sich das auswirkt und was optimale Regelungen vielleicht auch für eine zukünftige Legalisierung wären. Manche dieser Städte dümpeln so ein bisschen vor sich hin. Bremen hat im Prinzip das Projekt erstmal auf Eis gelegt, solange das nicht rechtlich geklärt ist. Münster hat ja schon die Ablehnung bekommen. Und ja, jetzt erzähl mal, wie geht die Berliner Koalition damit um? Wartet ihr ab oder geht's vorwärts? Na, es geht vorwärts. Wir haben ja vor einem Dreivierteljahr die Grundlage gelegt, dass man solch einen Antrag ans BfArM ausarbeiten kann. Die Grundlage bei uns ist der Haushalt. Wir haben also bei den Koalitionsverhandlungen das im Koalitionsvertrag drin. Ich habe im Haushalt mich dafür eingesetzt, dass wir jetzt diese Gelder, ich glaube, wir haben 200.000 Euro dafür vorgesehen, drin haben. Die Senatsgesundheitsverwaltung hat also jetzt den Auftrag, solch einen Antrag zu erarbeiten. Das tut sie, weil wir Projektmittel im Haushalt eingestellt haben, indem sie jetzt dann sich das zuarbeiten lässt, eine Formulierungshilfe erarbeiten lässt. Ich sage auch, das Drogenreferat im Berliner Gesundheitsverwaltung erachte ich da als eher nicht progressiv. Es war vorher vorgesehen, eine Ausschreibung zu machen. Wir haben beim Haushalt zum einen den Titel erhöht von 50 auf 200.000 und zum anderen das als Projektmittel vorgesehen, sodass jetzt demnächst, also die ersten Gespräche sind geführt worden, jetzt wird eine dafür geeignete Institution einen Auftrag bekommen, eine Projektförderung, um denn dieses Formulierungshilfe im Laufe des Jahres zu erarbeiten, sodass dieses denn dann im nächsten Jahr auch vorgelegt werden kann der Verwaltung und im Optimalfall die Verwaltung dann das 1:1 übernimmt, um dieses beim Bundesinstitut als Antrag einzureichen. Das Bundesinstitut kann natürlich dann den Antrag auch ablehnen. Das würde mich auch nicht verwundern, weil wir haben es ja in anderen Städten gesehen, dass die Rechtsgrundlage auf Bundesebene nicht optimal für wissenschaftliche Modellprojekte zur kontrollierten Abgabe ist. Aber trotzdem,
wir geben das Geld aus, um den Antrag erarbeiten zu lassen. Er wird eingereicht und ich habe auch meinen Fraktionsvorsitzenden ganz klar an meiner Seite, der inzwischen mit mir auch ganz klar sagt, für den Fall, dass die Bundesoberbehörde den Antrag ablehnen würde, würden wir auf jeden Fall auch im nächsten Haushalt die Mittel einstellen, um den Rechtsweg bis auf oberste Instanz durchzuklagen. Das ist eine ganz klare Sache. Wir werden präventiv im nächsten Doppelhaushalt natürlich auch dann die Mittel budgetieren, mit einem Sperrvermerk versehen dann, die man bräuchte, wenn er nicht abgelehnt würde, der Antrag, um in die Umsetzung zu gehen, weil es natürlich dann teurer ist. Ich persönlich im Übrigen sage immer, dass es mir auch egal ist, ob es über Apotheken abgegeben wird oder nicht. Ich persönlich habe Angst, dass ein Antrag scheitert, wie in Kreuzberg. Da war ja nicht hinreichend dargelegt, dass die Rahmenregelung der Sicherheit und auch die arzneimittelrechtlichen Rahmenregelungen, sage ich mal, eingehalten werden. Das heißt, ich kann mir natürlich bessere Modelle als Apotheken vorstellen, aber wichtig für mich ist erstmal, dass es einen Abgabeort braucht, über den man auch dann nicht mehr bei einer Bundesoberbehörde diskutiert, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern ich möchte, dass der Antrag genehmigt wird. Und insofern eins von beiden. Und ich hoffe, dass die Bundestagsfraktion der SPD sich da auch gedanklich weiterentwickelt. Die Sprecherin für Gesundheit zumindest hat ja in ihrer Rede jetzt zum Beginn der Legislaturperiode ganz klar gesagt, dass sie Modellprojekte haben möchte. Die gesamte Fraktion hat diese Beschlusslage, glaube ich, noch nicht. Ich weiß aber, dass die Kolleginnen und Kollegen in den nächsten Wochen da Gespräche weitere haben. Und ich hoffe nur, dass die SPD sich bei der Union dort emanzipiert. Wir brauchen als SPD uns nicht dauernd von der Union in Haft nehmen zu lassen für Sachen, insbesondere wenn sie nicht im Koalitionsvertrag drinstehen. Da könnten wir mehr machen und das appelliere ich ganz klar an die Bundesebene meiner Partei auch. Ja, also Berlin will nicht nur spielen, Berlin meint das ernst. Das ist sehr schön angesichts der rechtlichen Unsicherheit, die da im Moment besteht rund um die Modellprojekte. Aber um das zu lösen und aufzulösen, das Problem, hat die FDP im Bundestag einen Antrag gestellt. Wir haben drei Anträge gerade aktuell laufen. Die Linken haben die Entkriminalisierung der Konsumenten beantragt zum grünen Cannabis-Kontrollgesetz. Kommen wir dann gleich nochmal, das ist der ganz große Wurf und die endgültige, konsequente Lösung sozusagen. Aber Modellprojekte sind ein sehr interessanter Zwischenschritt und für viele Städte, die da Vorreiter spielen, wie Berlin, wäre es wichtig, das juristisch klarzustellen und dazu kann uns jetzt Herr Schindenburg einiges mehr erzählen. Ja, das kann ich in der Tat. Wir haben uns als FDP das Ergebnis jahrzehntelanger repressiver Drogenpolitik angeschaut und das Ergebnis ist frustrierend. Also wir haben 4 Millionen Konsumenten, wir haben 160.000 Anzeigen da im letzten Jahr allein gehabt. Das blockiert den Polizei- und Justizapparat, der besser für Einbruchsdiebstähle und was ich wofür alles zuständig wäre, die Allergien da aufsenden würde. Wir schicken Menschen auf den Schwarzmarkt. Also ich habe 3 Töchter. Wenn ich mir vorstelle, eine von den Töchtern konsumiert Drogen, und die Antwort dieses Staates ist, erstens steckt mir die ins Gefängnis und wenn nicht, dann kannst du mal in Hamburg, ich komme aus Hamburg, auf den Steindamm schicken oder wo auch immer hin und kriegst in völlig unüberschaubarer, schlechter Qualität, nimmst du deine Drogen, dann ist auch allemal besser, wenn man das staatlich kontrolliert. Wenn schon Drogen, dann wenigstens in guter Qualität. Das sind mal so ein paar Ansatzpunkte. Und achso, der Staat würde noch Geld einnehmen und Geld übrig hätte, die man für Prävention, für Therapie ausgeben kann. Also das war unser Ansatz zu sagen, wir als FDP haben 2015 auf dem Bundesparteitag, und der gilt auch für die ganze FDP bundesweit, beschlossen, dass wir eine kontrollierte Abgabe von Cannabis wollen. Und dann wissen wir ja, der Kollege von der SPD hat gerade gesagt, die Berliner SPD findet das auch toll, will sogar noch mehr machen. Aber Sie wissen gut wie ich, die Bundes-SPD ist anders. Zum Beispiel meine Hamburger SPD, wieso meine? Also die Hamburger SPD ist eine sehr, sehr konservative SPD. Wir haben das in Hamburg auch schon genauso probiert. Ich war bis vor einem halben Jahr in der hamburgischen Bürgerschaft, haben auch Anträge gestellt. Die wurden alle von der Hamburger SPD abgelehnt. Nicht von den Grünen, die hätten mitgemacht, aber die SPD hat es abgelehnt. Und es steht und fällt mit der SPD-Bund. Also nicht mit Ihnen, sondern mit der Bundes-SPD. Unser Antrag auf Durchführung von Modellprojekten wird am 27. Juni, also in gut 2 Wochen, im Gesundheitsausschuss des Bundestages beraten. Da gibt es eine Expertenanhörung dazu. Und die Lage ist genau so, wie ich sie jetzt beschreibe. Die CDU wird, egal was die Experten sagen, dagegen sein. Die AfD vermutlich auch, wenn die dazu eine ernsthafte Meinung haben. Die Grünen, die Linken und die FDP werden dafür sein. Es hängt also an der SPD. Die SPD hat sich im Bundestag mehrfach quasi in unserem Sinne geäußert, ob sie sich trauen oder können gegen die Union in der Koalition, ist die entscheidende Frage. An uns scheidet es nicht, an den Grünen scheidet es auch nicht, den Linken auch nicht.
es scheitert oder auch nicht an der SPD. Und ich sage Ihnen eins ganz deutlich, kommt jetzt der Jurist durch, Sie können die tollsten Anträge schreiben bei Ihnen im Land Berlin. Wenn die Rechtslauf bundesebene so bleibt, wird dieser Antrag abgelehnt werden. Das kann ich sicher versprechen. Der einzige Hebel ist, das Bundesrecht zu ändern. Und das wollen wir halt mit dem Modellprojekt für Reise bringen. Dann könnte man sagen, macht doch gleich einen Gesetzesantrag. Nein, das haben wir nicht gemacht, weil wir gerade eben den rechten SPD-Leuten, nenne ich es mal, eine Chance geben wollen, wenigstens dem Modellprojekt erstmal zuzustimmen. Da habe ich den schönen Spruch gebracht, es kann doch keiner dagegen sein, dass wir klüger werden. Ich meine, das Argument ist ja eigentlich irgendwie... Das müsste ja, gut, AfD weiß ich nicht, aber es müsste jedem in der SPD oder jedem in der Union eigentlich einleuchten. Also damit werde ich auch in 2 Wochen wieder in die Schlacht ziehen und freue mich sehr auf die Unterstützung der meisten anderen Fraktionen. Es gäbe rechnerisch, glaube ich, eine Mehrheit im Bundestag für Modellprojekte, aber für eine Gesetzesänderung, aber ob die SPD da mitmacht, werden wir sehen. Ich tue gern alles dazu. Tun Sie auch alle was dazu. Rufen Sie Ihren lokalen SPD-Abgeordneten an oder schicken mir eine E-Mail. Denkt dran, am 27. Juni heißt es Farbe bekennen für Modellprojekte, für eine etwas bessere Cannabis-Politik. Herr Schinburg, trauen Sie sich eine Prognose zu, ob der Modellprojektantrag zugestimmt wird oder nicht? Würden Sie auf Ja oder Nein eine Wette abgeben? Also ich verweigere jedes Glücksspiel, bin gegen Glücksspielsucht, deshalb mache ich auch hier keine Prognose. Ich habe also ein bisschen die Hoffnung, dass da was geht. Also wenn die SPD jetzt ja das hält, was sie im Bundestag gesagt hat, müsste sie zustimmen, weil Sie wissen es, wir haben 2 SPD-Redner gehabt, die haben beide für unseren Antrag, von den Grünen auch gesprochen. Wenn sie dabei bleiben, müsste es so passieren. Ich kenne es, manchmal gibt es innerhalb Parteien Schwierigkeiten, ich will auch jede Häme hier vermeiden. Also wenn Sie oder die vernünftigen SPD noch Hilfe brauchen, ich leiste sie gerne. Aber eine Prognose sage ich nicht, aber als FDP-Mensch sind wir optimistisch. Wir gehen optimistisch in die Zukunft, nicht pessimistisch. Und dann sage ich, wenn nicht jetzt, dann beim nächsten Mal. Gut, noch eine Nachfrage zum Thema Modellprojekte. Sie sind ja jetzt mit dem Thema bekannt geworden, auch als FDP-Fraktion insgesamt. Und ich glaube, da draußen sind viele Städte in Wartestellung, die sagen, okay, würden wir vielleicht auch mitmachen, aber die rechtliche Lage ist uns irgendwie zu unsicher. Haben Sie irgendwelche Hinweise, Anfragen von anderen Städten, konkrete Städte, die sowas sagen? Die sagen, sind wir auch dabei, wenn ihr diesen Antrag durchkriegt? Jetzt kommt was egoistisch, wird Ihnen nicht gefallen. Ich hätte gerne ein Modellprojekt in Hamburg, gerne auch in Berlin, aber ich bin ja Hamburger und würde es gerne haben. Es gibt mit Sicherheit Menschen in Hamburg, die das gerne machen würden, aber aus den von Ihnen genannten Gründen traut man sich nicht aus der Deckung. Also ich wage die These, egal wie gut der Antrag geschrieben ist, er würde derzeit abgelehnt. Das BfArM wird es verhindern und Herr Spahn, der hat die Fachaufsicht, der könnte eine Weisung erteilen, der wird das nicht tun. Es sei denn, es gibt im Bundestag eine andere Mehrheit. Bin aber sehr sicher, aus Hamburg, auch aus Berlin sowieso, wird es Interessenten geben, Modellprojekte durchzuführen, sobald die Rechtslage entsprechend ist. Dafür müssen wir kämpfen. Okay. Es gibt ja durchaus auch einige Bezirksparlamente, zusätzlich zu den 4 Städten, die den Beschluss haben, nämlich neben Altona auch einen Innenstadtbezirk in Frankfurt, einen Innenstadtbezirk in Köln. Da gibt es also durchaus auf der Ebene schon auch noch Mehrheiten für Modellprojekte und ich denke schon, dass sich da viele Städte noch zusätzlich beteiligen würden, dass man, wenn das rechtlich sauber ist, schon 10 bis 20 Städte zusammenkriegen würde. Aber wenn wir jetzt gerade sind beim Thema Antragsmarathon im Bundestag, ich hatte ja gesagt, 3 verschiedene Anträge werden besprochen und der große Wurf ist tatsächlich das grüne Cannabiskontrollgesetz und da wünsche ich mir jetzt von Frau Kleinschmeink eine Übersicht nochmal, was es damit auf sich hat, was da drin steht, was für eine Art Legalisierung da jetzt eigentlich vorgeschlagen wird. Ja. Ich fange aber trotzdem noch bei den Modellvorhaben an. Ich selber bin seit 9 Jahren im Bundestag und gesundheitspolitische Sprecherin und komme aus Münster. Und in Münster habe ich lange, lange Kommunalpolitik gemacht und dort haben wir die Drogenkonsumräume in einer konservativen Stadt durchgesetzt. Gegen den Widerstand natürlich der CDU anfangs, gegen den Widerstand der Staatsanwaltschaft, weil man gerade für die Drogenkonsumräume ja besondere rechtliche Bedingungen eigentlich brauchen würde. Und mittlerweile kann sich in Münster niemand mehr vorstellen, man hätte diese Drogenkonsumräume nicht, inklusive der CDU, die sind mittlerweile
wirkliche Kämpfer dafür und stellen auch immer mit uns Grünen jetzt in diesem Fall das Geld dafür zur Verfügung, weil sie wissen, dass es besser ist, Schaden zu vermeiden, als hinterher dann den Schaden aufsammeln zu müssen, medizinisch behandeln zu müssen und so weiter. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben auch einen sehr, sehr detaillierten Antrag gestellt ans BfArM, auch unter CDU-Unterstützung. Die haben zwar nicht ganz begriffen, was sie da tun, waren danach ein bisschen, doch ein bisschen erschrocken über ihren eigenen Mut, aber sie haben es dann doch mitgetragen. Und da haben wir den rechtlichen Rahmen, der überhaupt denkbar ist, um über das BfArM überhaupt eine Anerkennung zu bekommen, versucht auszuschöpfen, wie es irgend ging. Und wir sind abgelehnt worden. Und das zeigt mir, Modellvorhaben ohne eine neue gesetzliche Grundlage haben keine Schnitte. Deshalb ist es so wichtig, weiterzukommen. Aber wir wissen ja mittlerweile auch eine ganze Menge dazu, was nötig ist. Und wenn man die verschiedenen Gründe zusammennimmt, nämlich einmal die Verstöße einfach schlichtweg gegen Bürgerrechte, dass Menschen einfach nur, weil sie eine Konsumgewohnheit haben, niemandem anderen schaden, kriminalisiert werden. Was das bedeutet für den Aufwand, sowohl strafrechtlich, also für die Gerichte, aber auch insgesamt für die Polizei. Da muss man einfach sagen, auch aus diesen Gründen ist das überhaupt nicht nachvollziehbar. Und man kann auch denjenigen, die ja immer die Gefahren ranführen, warum sie Strafbarkeit wollen, denen kann man ja nun auch sagen, es hat sich erwiesen, alles das, was ihr vermeiden wolltet und verhindern wolltet, nämlich dass der Konsum ansteigt, habt ihr ja gar nicht erreichen können. Also ihr habt nur Schaden erzeugt und habt ja euer eigenes Ziel auch nicht erreichen können. Das müssten eigentlich rational gesehen genug der Argumente sein. Dann nimmt man nochmal die verschiedenen Strafrechtsprofessoren dazu, dann nimmt man die Kriminalisten dazu und dann sieht man, es ist völlig widersinnig, was wir derzeit tun. Deshalb für uns wirklich der Grund, weiterhin dafür zu sorgen, dass im Bewusstsein ist, wir können einen ganz anderen Weg und der ist gangbar, wir können den gehen und deshalb haben wir jetzt erneut unser Cannabis-Kontrollgesetz abgegeben. Warum heißt das Kontrollgesetz? Es ist ja schon so, dass jetzt Cannabis keine völlig harmlose Substanz ist, genauso wie Wodka keine harmlose Substanz ist, sondern wir brauchen natürlich einen ganz, ganz klaren Jugendschutz, das ist vollkommen klar. Wir brauchen einen ganz klaren Verbraucherschutz, also dass man weiß, was drin steckt. Und wir brauchen ganz klar auch Prävention, weil natürlich, ich kümmere mich um die Gesundheitspolitik im Allgemeinen, aber auch sehr, sehr viel um die psychische Gesundheit. Es gibt schon Entwicklungszeiten, wo es nicht so besonders gut ist, wenn man wirklich sich täglich den Kopf zuknallt. Das ist ganz, ganz klar, das hinterlässt Spuren und das sollte auch jeder wissen. Das gehört zum rationalen Umgang mit Alkohol genauso dazu. Da passiert nämlich genau das Gleiche. Also die Folgen sind ja überall so, aber es ist insgesamt natürlich wichtig, dass wir allgemein gucken und dafür Sorge tragen, dass die Menschen auch die Möglichkeit haben, für sich einen rationalen und auch einen verträglichen Umgang mit Rauschmitteln zu pflegen. Das gehört zueinander für uns. Und all das haben wir in dem Gesetz mit reingenommen. Wir haben einen Vorschlag für kontrollierte Abgabestellen, die lizenziert sein müssen, die sicherstellen müssen, dass Jugendschutz beispielsweise wirklich gewährleistet ist. Wir haben ganz klare Vorgaben für die Produktqualität. Wir haben ganz klare Vorgaben, wie unter welchen Umständen verkauft werden darf, welche Qualifikation notwendig ist. Und wir haben insgesamt auch eine Freigabe 30 Gramm für jeden. Das ist erstmal so die Grenze, wie ich erwerben kann bei einem Einkauf. Das wären die Grenzen, die wir da festgelegt haben. Ich glaube, wir haben eine Anhörung in der letzten Wahlperiode ja schon dazu gehabt. Da haben sich die meisten Sachverständigen außer dem einen von der CDU benannten
dafür ausgesprochen, haben den vorgeschlagenen Weg richtig gefunden und haben auch keine wirklich gravierenden anderen Vorschläge für ein anderes Vorgehen gemacht. Deshalb sind wir sehr überzeugt, dass das ein sehr handfester Vorschlag ist. Und den bringen wir jetzt wieder in diese Anhörung mit rein und hoffen gleichzeitig zu den Modellvorhaben, die wir natürlich mit unterstützen würden, aber zu zeigen, wo muss es eigentlich hingehen. Es ist machbar, so einen Weg zu gehen. Es ist keine große Revolution, sondern eigentlich nur konsequent. Und das versuchen wir in die Debatte reinzubringen. Ja, tatsächlich, ich habe den Gesetzentwurf auch als großen Wurf empfunden. Und man muss auch sagen, das ist das erste Mal in Deutschland, dass sowas so detailliert vorgelegt wird. Ich glaube, der Gesetzentwurf hat 60 oder 80 Seiten, also wirklich alle möglichen Details geregelt. Und da muss man auch sagen, das war keine einfache Entscheidung für so ein Büro damals bei Harald Terpe, weil da auch unheimlich viel Personalstunden reinfließen. Ja, da muss man im Prinzip ein ganzes Jahr lang einen Menschen dran stellen, bis das wirklich so ausgearbeitet ist, wie es jetzt war. Und von daher bin ich da auch dankbar für diese Diskussionsgrundlage, die es so vorher in Deutschland gar nicht gab. Da kann man sich dann halt jetzt auch mal anfangen, über die Details zu streiten sozusagen. Da haben wir jetzt endlich mal die Grundlage dafür und das ist sicherlich eine gute Sache. Und da würde ich gerne mal noch zwei, drei Detailfragen stellen. Und zwar erstens dürfte hier viele interessieren, wie sieht es aus mit dem Eigenanbau? Ist das berücksichtigt im Gesetz? Ja, auch der ist berücksichtigt, nämlich dauerhaft 3 Pflanzen, die man sind da festgelegt worden. Das ist so als alltäglicher Dauergebrauch Marge quasi hergeleitet worden. Genau, ich glaube, es steht auch drin, 3 weibliche Blühende, plus Stecklinge und auszusortierende Männer und so weiter. 3 weibliche blühende Pflanzen stehen da im Gesetz. Damit wären wahrscheinlich viele glücklich hier soweit erstmal. Und wie sieht es aus mit dem Thema Führerschein? Auch da müssen wir ganz klar neue Regelungen haben. Das, was jetzt passiert, einfach darüber, dass wir so sensible Messmethoden haben, die über ganz lange Zeiträume den Konsum nachweisen können, entsteht ja eine völlig abstruse Situation für die Konsumenten. Und da brauchen wir neue Regelungen, die dürfen nicht einfach abgeleitet sein von dem, was für Alkohol gilt, sondern da brauchen wir einfach andere Mechanismen, die sicherstellen, dass man nicht 3 Wochen danach immer noch als Konsument gilt und dann der Führerschein gefährdet ist. Und ich glaube auch eine häufig gestellte Frage, auch für mich hier auf der Messe, wenn die Legalisierung kommt, nehmen wir mal an, nach eurem Gesetz, kann dann jeder einen Coffeeshop eröffnen oder ein Fachgeschäft? Jeder, der hier sitzt, jeder Erwachsene? Nein, er müsste schon Qualifikationen nachweisen. Das ist damit gemeint, dass Läden zugelassen werden müssen und zertifiziert werden müssen. Da geht es eben insgesamt darum, dass man sowohl Produktwissen hat, aber dass man natürlich auch die gesetzlichen Auflagen erfüllen kann. Und es müssen natürlich Sicherheitsstandards und so weiter auch erfüllt werden. Gut, wobei die Erfüllung dieser Auflagen ja jetzt auch kein Zauberwerk ist, also nicht so, dass da jetzt nur irgendwelche Riesenkonzerne im Prinzip zum Zug kommen, sondern da gibt es dann vielleicht irgendwie einen Kurs, den man belegen muss, 2 Wochen lang Fachwissen Cannabis oder irgendwas. Ne? Das würde ich ähnlich einschätzen, wenn Sie ein Gewerbe aufmachen wollen, was lebensmittelrechtlich relevant ist, dann müssen Sie auch bestimmte Nachweispflichten, dass Sie mit Hygiene umgehen können und so weiter. Und dem würde das in etwa entsprechen. Mhm. Welche Chancen hat dieses Gesetz im Moment bei einer großen Koalition? Also ich gehe ganz klar davon aus, dass es in dieser Wahlperiode keine Chance hat, weil wir haben ja in Jamaika verhandelt und da war ein ganz, ganz klarer Punkt bei der CDU, dass man, oder vor allen Dingen bei der CSU noch viel krasser, dass man also null Bereitschaft hat, darüber nachzudenken. Das ist bei denen so hoch angesiedelt worden, dass man sagen kann, das ist so eine klassische Identitätsfrage für die Union, da nicht ihren alten Weg zu verlassen, sondern eher ordnungspolitisch zu argumentieren. Das war so stramm, dass ich mir im Moment nicht vorstellen kann, dass da
innerhalb dieser Wahlperiode eine Veränderung kommt. Aber wir nehmen ja die Zeichen auf, dass man merkt, jetzt versuchen einzelne Fachpolitiker, die Haltung aufzuweichen innerhalb ihrer Fraktion. Und insofern ist es so wichtig, dass wir jetzt dauerhaft in der Diskussion bleiben und Sie alle einzeln zu Ihren Abgeordneten gehen und erklären, warum das wirklich jenseits von irgendwas ist, jedenfalls aus dem letzten Jahrhundert, wenn man diesen Weg weiterhin so beschreiten will. Ja, es ist zu befürchten, dass bei der Anhörung am 27. Juni, wo auch dieses Gesetz besprochen wird, eben nicht die Chance genutzt wird, über die Details zu sprechen des Gesetzes. Da gibt es jede Menge Diskussionsstoff, wie man Cannabis am besten legalisiert. Aber üblicherweise ist das dann so ein Showkampf, wo dann Politiker, speziell CDU-Politiker, eher so Fragen stellen wie, ja, ist Cannabis jetzt doof oder ist Cannabis nicht doof, so auf dem Niveau irgendwie, oder wie abhängig macht das, aber eben nicht drüber sprechen, ja, ist denn der Steuersatz, den die Grünen da vorschlagen, sinnvoll oder wie müsste denn die Ausbildung für so einen Jobbetreiber aussehen? Das ist eigentlich die Diskussion, die wir brauchen, aber ich fürchte, es wird noch ein Momentchen dauern, bis es so weit kommt. Aber ihr könnt es schon mal machen. Das grüne Cannabis-Kontrollgesetz ist online verfügbar. Wer wirklich mal genau drüber nachdenken will, wie so eine Regulierung aussehen könnte oder was ihr vielleicht anders machen würdet als in dem Gesetz, ja, zieht euch das mal rein. Das lohnt sich, denke ich. Nochmal zurück zur Frage SPD, Thomas Isenberg. Die SPD ist ja jetzt gerade im Erneuerungsprozess. Nach der Wahl war ja die große Ansage, die SPD erfindet sich neu, muss sich nochmal komplett umkrempeln irgendwie. In Bezug auf Drogenpolitik scheint es auch dringend nötig zu sein und man sieht ja auch eine gewisse Bewegung. Ist es irgendwie so eine Art organisierter Prozess oder gibt es irgendwelche Veranstaltungen innerhalb der SPD, wo das vorangetrieben wird oder passiert da gar nichts? Wie würdest du das einschätzen? Na, das hängt von den jeweiligen Landesverbänden ab, nicht? Also wir haben in Berlin jetzt im Koalitionsvertrag Regelungen reingeschrieben gehabt, die habe ich ja eben ausgeführt, die wären vor 6 Jahren so nicht mehrheitsfähig gewesen. Auch das aktive Aussprechen für Modellprojekte ist was Neues. Wir hatten in der SPD 98 schon mal ganz klare bundespolitische Beschlusslagen, die dann gesagt hätten, hier sowas, was von den Grünen vorgebracht wurde, hätten wir auch haben wollen eigentlich. Aber da gibt es einen starken Retro-Trend auch. Man muss auch, glaube ich, nochmal zwischen Land und Metropole unterscheiden. Es gibt keine von oben geordneten Kampagne in dem Sinne. Die Jusos sind da hin und wieder mal sehr aktiv, das ist auch wahrnehmbar. Aber in der gesamten Partei wäre es falsch zu sagen, dass es dort eine Kampagne gäbe. Im Gegenteil. Es geht eigentlich darum, bei den Gesundheitspolitikern, die haben ja auch ihre Facharbeitsgemeinschaft, die sind da teilweise noch gar nicht so von überzeugt. Also der traditionellere SPDler ist eher jemand, der Angst bei dem Thema hat und jemand, der auch von Leuten wie Herr Thomasius und anderen, also diese Professores, die man da vorführt, wenn es um Bedrohungsszenarien geht, immer doch Wert auf deren Meinung liegen. Oder wenn man die Fachgesellschaften der hört, die einzelnen, gerade insbesondere im Bereich der psychotherapeutischen oder der psychiatrischen Fachgesellschaften, da gibt es ja auch noch Meinungen, die teilweise sehr auf Bedacht sind, weil die auch ihre Erkenntnisse generieren von ihrem Klientel, was in eine instabile Lage abgerutscht ist. Die haben einen anderen Erkenntniszugang, glaube ich. Also insofern ist da noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Und ich bin aber froh, und das ist etwas, was ich als Erneuerung begreife. Sabine Dittmar, unsere gesundheitspolitische Sprecherin im Bundestag, hat ganz klar auf den letzten Konferenzen, auch im persönlichen Gespräch, ganz klar gesagt, dass sie eine Klausel haben möchte, dass die Länder Modellversuche wissenschaftlich durchführen können. Und wenn das jetzt dabei rauskäme, also da wäre ich schon zufrieden, wenn man es tatsächlich schaffte, wenn Sie es schaffen, Ihre Kollegen zu überzeugen, wenn die Gesundheitspolitiker auf der Bundestagsfraktion für Modellversuchsklausel die gesamte Fraktion mitnehmen können. Oder Martin Schulz, ich meine, hat er ja keine Relevanz mehr, aber immerhin hat er im Wahlkampf damals gesagt, dass er die Abstimmung freigeben würde. Also wenn sich solche Meinungen, dass eine Abstimmung freigegeben würde, durchsetzen würden, dann mehr kann ich im Moment von der SPD als Partei nicht erwarten. Wir in Berlin werden jetzt noch auf den nächsten Landesparteitagen wieder neue Anträge einbringen und in Berlin wurde ja schon mal eine Mitgliederbefragung durchgeführt.
Die wurde mit ein paar Stimmen nur verloren, weil die Leute Angst hatten im Wahlkampf. Da seht ihr aber auch wieder, wie die Lage ist. Wir haben im Wahlkampf gefragt, die Parteibasis, welche der folgenden Themen ist euch wichtig und für welche sollen wir Wahlkampf machen? Das war vor 3 Jahren circa. Und das Cannabis als Genussmittelthema ist ganz knapp nur an 10, 20 Stimmen gescheitert, sonst hätten wir die Mehrheit gehabt. Und etliche Leute kamen auf mich zu und haben gesagt, naja, ich habe jetzt keine Lust, im Wahlkampf das Thema hochzuziehen. Da kommen hier im Reinickendorf oder sonst wo die ganzen besorgten Eltern zu mir. Die CDU hat ein Thema, was sie hochziehen kann, schickt die ganzen Eltern zu mir ins Bürgerbüro, sagten die Leute und sagt, was tut ihr unseren Kindern Angst an? Ja, also diese Angst, das ist noch sehr breit in der Gesellschaft und auch bei Elternverbänden gibt es da auch noch viel an Überzeugungsarbeit. Und das ist natürlich dann bei der SPD nicht unbedingt die Speerspitze der Diskussion. Gut, also es geht vorwärts in der SPD. Ich sehe das letztendlich auch so. Ja, man nimmt es schon wahr. Letztendlich nimmt man es wahr, dass immer mehr SPD-Politiker sich da fortschrittlich äußern. Aber es bleibt schon spannend jetzt auch, inwieweit die SPD auf Bundesebene sich da traut, gegenüber der CDU zum Beispiel Modellprojekte durchzusetzen. Letztendlich ist aber die Frage, wie tickt denn die jeweilige Partei nicht nur bei der SPD relevant, die eben noch nicht ganz angekommen ist beim Legalize-Beschluss, sondern auch bei den beiden Parteien, die hier sitzen, die eigentlich Legalize-Parteien sind mittlerweile. Die FDP noch nicht so lang, da ist der Beschluss ja noch einigermaßen jung. Ich glaube, 2, 3 Jahre ist jetzt mittlerweile her. Aber da waren auch nicht alle Landesverbände im Boot und das macht sich in manchen Bundesland schon auch noch negativ bemerkbar, die da nicht richtig mitziehen und so. Herr Schinnenburg, wie ist denn da die Lage? Geht es denn weiter vorwärts nach diesem Legalize-Beschluss auf Bundesebene, dass da Landesverbände jetzt noch mit dazukommen und ihre Meinung ändern? Gibt es da irgendwie eine weitere Diskussion ums Thema? Also es gibt im Mai 2015, also vor 3 Jahren, war der Bundesparteitag hier in Berlin, wo ich selber und viele andere dafür gestritten haben, ungefähr eine Dreiviertelmehrheit oder ein bisschen mehr, 80% haben dafür gestimmt, dass wir für eine kontrollierte Abgabe von Cannabis sind. Das ist Beschlusslage und die hat auch keiner in Zweifel gestellt. Ich muss Ihnen zugeben, es gibt den einen oder anderen Landespolitiker, der damals anderer Meinung war, das nicht mehr so laut sagt. In seinem Kopf ist es natürlich noch drin, das darf man nicht wegdiskutieren. Aber es gibt in der FDP keinerlei aktuelle Diskussion, diesen Beschluss in Frage zu stellen. Also der gilt, und ich bin relativ sicher, bei einer nächsten Abstimmung wären es noch nicht 75%, sondern 85%. Also 85% heißt nicht 100, ja, bleiben mal ein paar übrig. Das hat ein bisschen damit zu tun, wir waren ja vor knapp 5 Jahren in einer ähnlichen Situation wie die SPD, eigentlich noch schlimmer. Sie sind auf 20% oder 17% abgesunken, wir sind auf 4,8% abgesunken, auf Deutsch unter 5%. Das war für mich als jemand, der jetzt 37 Jahre FDP-Mitglied ist, davon viele Jahre aktiv, können Sie sich vorstellen, ein fürchterlicher Tiefschlag. Und es haben auch viele meiner Parteifreunde mehr oder weniger aufgehört, nicht ausgetreten, weil das hat alles keinen Sinn mehr. Wir sind auch danach an einigen Landtagen auch noch ausgeschieden, nach dem Bundestag. Und da haben wir uns gefragt, was ist eigentlich, was wollen wir eigentlich? Die FDP hat manchmal den Fehler gemacht, zu sehr in Koalitionen, meistens mit der CDU, manchmal aber auch mit der SPD, zu viel mitzumachen, nach dem Motto Koalitionsdisziplin rauf und runter, und haben uns gefragt, was ist eigentlich unsere ursprüngliche Meinung, was wollen wir als Liberale eigentlich? Und das war ein Selbstbildprozess, über ein Jahr zog sich das hin, außerparlamentarisch weitestgehend, schwierigen materiellen Bedingungen, aber das Ergebnis war, wir stehen am Ende für das, was wir selber wollen. Wir sind in erster Linie FDP und in zweiter Linie Koalitionspartner. Das ist also jetzt sehr tief in der DNA, wie man heute sagt, der FDP drin. Mit einer Erklärung, weil wir damals Ende November Jamaika nicht mitgemacht haben. Da hätten wir auch sehr viele Kompromisse machen müssen. Das haben wir eben nicht mitgemacht. Das ist sehr tief bei uns in der Seele drin. Wir stehen für das, was wir eigentlich wollen. Wir stehen für Optimismus, wir stehen für Selbstbestimmung, wir stehen für Rationalität und noch einige andere Dinge, anders als manche andere Parteien. Und dabei bleiben wir auch. Deshalb bin ich mir sehr sicher, unter dieser Linie wird in den nächsten 10 Jahren keiner zurückgehen. Im Gegenteil, wir werden diese Ideen auch noch auf andere teilen. Es gibt ja nicht nur Cannabis als Droge, um die man sich bekümmert, um andere Drogen muss man sich auch noch bekümmern. Das werden wir konsequent darauf anwenden. Das macht das Leben nicht leichter. Ja, wir haben jetzt keine Dienstwagen, keine Ministerposten, aber wir sind bei dem geblieben, was wir wollten, in anderen Bereichen auch. Bei Drogen, glaube ich, hätten wir uns mit den Grünen, sind nicht einer Meinung, aber doch relativ schnell einigen können. Wie Sie schon richtig sagen, mit der CDU, CSU ganz schwierig. In anderen Bereichen war es so, dass wir mit denen hätten einigen können, mit ihnen wieder schwieriger. Wir waren in Hamburg auch Verkehrspolitiker, da ist es also mit den Grünen nicht so einfach, sich zu einigen.
Aber das ist eine grundsätzliche Wandlung. Wir wollen FDP alte Zöpfe abschneiden, was anders machen. Das Argument, haben wir schon immer so gemacht, ist für uns kein Argument. Wir wollen rational, optimistisch und selbstverantwortlich ins Leben herangehen. Dazu stehen wir, das war ein grausamer Prozess, den wir haben, den Sie jetzt offenbar vor sich haben oder dabei sind. Ich kann Ihnen nur raten, machen Sie das. Ich glaube, die SPD wird am Ende stärker dabei rauskommen, wenn Sie diesen Mut haben. Wir mussten es, wir hatten gar keine andere Wahl. Unter 5% war grausam, aber wir sind stärker rauszukommen, als wir reingegangen sind. Kann ich nur allen anderen auch empfehlen. Gut, dann die gleiche Frage auch nochmal an Maria Kleinschmeink. Die Grünen sind die älteste Legalisierungspartei mit Abstand. Man sollte eigentlich meinen, die stehen da wie ein Mann, wie eine Frau hinterm Thema. Man hört auch relativ wenig grüne Stimmen, die sich irgendwie gegen Legalisierung aussprechen. Aber das Engagement der Grünen in einzelnen Bundesländern ist doch deutlich unterschiedlich ausgeprägt. Und man fragt sich, wie kann es sein, dass ein Bundesland mit einem grünen Ministerpräsidenten Cannabiskonsumenten genauso jagt wie vorher unter schwarzer Regierung. Wie ist das mit den Grünen und dem Standing beim Thema und die Verbreitung des Themas in der Partei? Also innerhalb der Partei gibt es eine völlig klare Aufstellung. Ich kann mich auch ehrlich gesagt gar nicht an Abstimmungen erinnern, die da strittig gewesen wären, sondern das ist wirklich eine sehr, sehr einhellige Haltung. Wir kämpfen ja auch schon so lange dafür und von daher ist es ja auch so, dass wir insgesamt ja, gelernt haben, gut, da musst du einen langen Atem haben. So wie ich das vorhin beschrieben habe mit den Drogenkonsumräumen, ist es ein bisschen ähnlich halt auch mit der Legalisierung von Cannabis. Du kannst nicht nur davon ausgehen, was du selber willst, sondern du musst auch immer schauen, wie kann ich die Gesellschaft mitnehmen, Step by Step und immer dranbleiben am Thema und die Absurdität einfach der heutigen Vorgehensweise immer wieder zum Thema machen. Natürlich ist es so, dass wenn man in politischen Konstellationen steckt, dann immer fragen muss, wie groß ist der Preis, den ich dafür zahle. Lasse ich daran zum Beispiel an so einer Frage, die eine Koalition scheitern. So grundlegend ist es dann wiederum bei uns auch nicht, dass man sagen würde, wenn ich den Kohleausstieg hätte haben können, aber nicht das Cannabis, die Cannabisfreigabe, dann ist völlig klar, ich nehme erstmal den Kohleausstieg. Ich finde, das ist ja auch klar, weil das eine hat mit den grundlegenden Rahmenbedingungen für diesen Planeten zu tun und das andere hat mit Konsumverhalten zu tun, hängt zwar zusammen, aber und mit Freiheitsrechten, aber es ist einfach nochmal eine andere Dimension und die muss man ganz klar sehen. Und dann ist es immer sehr, sehr unterschiedlich, wie stark man dann versucht hat, voranzugehen. Ich war zum Beispiel durchaus enttäuscht bei Rot-Grün in NRW. Da hätte ich mir mehr erhofft, weil aber da ist genau die Kumpels SPD, die sich das nicht zutraut, aber völlig klar Werbung macht für Currywurst und das Bierchen dazu. Ich kann das alles nicht verstehen, weil man ja einfach sagen muss, so unterschiedlich vorzugehen, nur weil es einen anderen kulturellen Background hat, kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Also an der Stelle ist das schon so, es ist mühsam, aber man muss einfach den Weg und das Ziel im Auge haben und schauen, wie man vorankommt und sich dann die Bündnispartner dafür suchen. Ich kann nur dazu raten, zusätzlich zu dem, was wir politisch machen, dass man sowas wie Compact Aktionen, Petitionen oder sowas auch nochmal wieder in Angriff nimmt, weil das führt dazu, dass einfach das Bewusstsein in der Bevölkerung breiter ist, sich mehr Menschen damit beschäftigen. Das kann nicht nur politisch der Druck entstehen im Parlament, sondern der muss eben auch durch die gesamte Bürgerschaft entstehen. Und vor allen Dingen, ich fand dieses Beispiel auch sehr gut, einfach zu gucken, was würden denn eigentlich meine Kinder machen? Für mich war das auch immer ein ganz klarer Hintergrund, zu wissen, ich treibe meine Tochter oder ihre Freundin quasi in den illegalen Markt, statt dass sie sich ganz normal und auch wirklich unter Verbraucherschutzgesichtspunkten dann ein Rauschmittel besorgen können. Das, finde ich, ist einfach
wichtig als Kriterium, weil das auch diejenigen verstehen, die selber keinen Cannabis konsumieren. Sondern es geht ja insgesamt darum, eine Haltung zu haben, zu wissen, warum ist es so, dass ich mir einfach so einen Wein kaufen kann und das toll finde, dass der zum Essen dann dabei sein kann und warum kann ich das bei Hanfprodukten nicht? Und das ist doch eigentlich die Frage, die man in der Gesellschaft auch thematisieren muss. So. Und wie gesagt, ich fände das gut, wenn aus der Gesellschaft selbst noch mal weitere Initiativen kommen, weil das den nötigen Druck aufbaut, dass wir in 4 Jahren dann endlich andere Verhältnisse in dieser Frage haben. Mit dem Gesetzentwurf haben wir dann ja auch vorgelegt, wie man es ganz schnell machen könnte. Also dann müssen nicht noch mal weitere 4 Jahre vergehen, bis man dann mal endlich ein Gesetz haben hat, sondern das ist schon richtig wirklich fundiert erarbeitet, da kann man ganz schnell dran anknüpfen und das wäre eine Perspektive, die ich mir sehr wünschen würde. Und wenn man auf dem Weg dahin die Modellvorhaben noch kriegte, okay, aber eigentlich finde ich, muss ich sagen, die Zeit ist reif für ein wirkliches Gesetz, weil ja die ganzen Vorteile, nämlich gerade, dass die Polizei sich nicht dermaßen damit beschäftigen muss, die Strafgerichtsbarkeit sich nicht damit beschäftigen muss, das ist ja ein unglaublich wichtiger zusätzlicher Argumentationsgrund. Und von daher würde ich mir eigentlich wünschen, wir kriegen tatsächlich den nächsten Schritt hin. Gut, das Thema Petition haben wir tatsächlich schon abgehakt. Du bist nicht im Petitionsausschuss. Ich werde am Montag da vorstellig werden und die stärkste Petition 2017 zur Legalisierung von Cannabis vorstellen, die fast 80.000 Menschen unterschrieben haben, vielleicht auch viele, die hier sitzen. Ich hoffe, der Petitionsausschuss nimmt sich selbst und damit auch so eine große Petition ernst. Ich habe jetzt noch eine Nachfrage, die ich jetzt noch stellen werde und bitte euch schon mal, eure Fragen warm zu machen. Wir haben relativ viel Zeit noch bis 2:30 für Nachfragen, wenn ihr die habt. Ich spare mir meine restlichen Fragen ansonsten erstmal auf, falls ihr genug habt sozusagen. Also formuliert euch die Frage schon mal im Kopf zurecht. Vorher frage ich aber nochmal Maria Kleinschmeink, und macht den Sack zu vom Anfang. Der Beschluss der Landesjustizminister zur Vereinheitlichung auf bundesweit 6 Gramm geringe Menge. Welche Bedeutung hat dieser Beschluss? Kommt das jetzt so, weil die das beschlossen haben oder wie ist das inhaltlich zu werten? Also erstmal, dass es so einen Justizministerbeschluss gibt, halte ich schon für eine Katastrophe. Das muss ich schon sagen, weil das, sagen wir mal, erstmal so ein weiterer politischer Fakt ist, der dann geschaffen worden ist. Und das finde ich schon sehr, sehr kritisch. Gleichzeitig ist es aber so, wie mit Strafbarkeitsregelungen umgegangen wird, ist Ländersache. Das heißt, in jedem Bundesland wird das zum Tragen kommen, was dann politisch entschieden wird. Und da gehe ich davon aus, dass all die Länder, die bisher eine andere Regelung haben und die auch politisch jedenfalls mit grüner Beteiligung so durchgesetzt haben, dass die dabei bleiben. Diese Info war ja auch für mich neu. Ich hatte es jetzt am Freitag, glaube ich, war es, dann zur Kenntnis genommen und ich muss überhaupt überall da jetzt nochmal Kontakt aufnehmen. Wie geht ihr dann ganz konkret bei euch vor Ort da vor? Wir beide haben gerade schon gefragt, was ist mit Schleswig-Holstein? Eigentlich undenkbar, weil ich weiß, wie stark sich da auch die Grünen immer eingesetzt hatten. Ich muss dann nachfragen, was das bedeutet, ob das ein Alleingang des Justizministers war, wie das überhaupt einzuschätzen ist, das muss man erstmal schauen. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass die Länder erstmal dabei bei ihren politischen Beschlusslagen bleiben, sofern sie grüne Beteiligung haben. Aber wie gesagt, da muss ich erst noch mal nachhören. Bundespolitisch können wir jetzt im Moment nichts daran tun, weil das ja nicht eine bundespolitische Entscheidung auf dieser Ebene ist. Da würden wir erst mit anderen, mit einem Kontrollgesetz zum Beispiel insgesamt andere Verhältnisse schaffen können. So, wer hat alles eine Frage? Ich komme mal vor, fangen wir mal mit dir an. Ja, gerne.
halten. Und zwar, ich bin jetzt beim Ordnungsamt der Lebensmittelaufsicht und die Frage ist ja, ein Gesetz ist eine schöne Sache, nur wer führt das dann auch nachher aus? Weil wir bräuchten ja dann irgendwelche Kontrollinstanzen, die nachher die Qualität bestimmen, die die rechtlichen Hintergründe noch abfragen. Bleibt das dann beim Zoll hängen oder bei der Lebensmittelaufsicht? Wird dafür eine eigene Aufsicht irgendwie aus dem Boden gestampft? Die Polizei hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Also Gesetz schön und gut, aber nachher, bis der Apparat da ist, der es überwachen kann und damit an die Gesellschaft auch raus, also ja, ich sag mal, gesellschaftsgängig machen kann, das wird so schnell nicht funktionieren, oder? Also es ist relativ schlecht zu verstehen. Jürgen, kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, die Frage? Nah ran mit dem Mikro. Okay, also die Frage war, wer kontrolliert nachher von den Ämtern und Behörden, gerade jetzt im Bereich der Lebensmittelaufsicht oder Produktaufsicht, das, was nachher am Kunden ankommt? Weil das Prinzip selber ist relativ klar. Nur wann wird es gesellschaftsfähig auf den Markt zu bringen? Ganz grundsätzlich gilt ja für sehr, sehr viele Produkte ein Qualitätsstandard, der eingehalten werden muss. Dass man dann auch sonst ansonsten nicht die Zulassung bekommt. Das meinen wir auch mit der Zertifizierung insgesamt. Und natürlich kann es sein, dass es dann mal schwarze Schafe gäbe. Aber die hätten dann tatsächlich eine Straftat begangen und würden dann der Strafbarkeit unterfallen. Das wäre an der Stelle. Ansonsten gehe ich davon aus, in ganz, ganz vielen Bereichen geht die Gewerbeaufsicht ganz regelmäßig rum und macht eine Prüfung der Vor-Ort-Verhältnisse. Das haben wir in ganz vielen Bereichen, sodass jeder Gastwirt damit rechnen muss, mal besucht zu werden, jeder Lebensmittelhändler, jeder Fleischer und so weiter. Und das würde für diese Läden ganz genauso gelten. Zusätzlich wäre ja, dass ich die Zulassung brauchte. Also ich denke, das ist ein Verfahren, was einfach geht. Und ansonsten, wir merken ja, als es deutlich wurde, es könnte dazu kommen, dass wir zu einer regulierten Abgabe und freien Produktion dann kämen. Es kamen ja unglaublich viele Erzeuger auf uns zu oder Unternehmen, die gedacht haben, damit können wir jetzt mit diesem Produkt, können wir auch einen Markt bestücken. Und von daher gehe ich auch davon aus, dass natürlich dann die Qualitätsstandards, die vorgegeben sind, auch eingehalten werden. Ich meine, ich habe jetzt auch immer, wenn ich einen Rum kaufe und da steht, 44% drauf, dann ist da auch 44% drin. Das ist einfach zu gewährleisten. Ansonsten hat man das Risiko, dass das Ding vom Markt genommen wird. Ganz klar. Vielleicht ganz zur Ergänzung. Es geht um, wie meistens in der Bundesrepublik Deutschland, es gibt Bundesgesetze. Der Bund macht die Gesetze und ausgeführt werden sie von den Ländern. Das heißt, die zuständige Landesbehörde, in Hamburg wäre es die BAGS, ja, die Gesundheitsbehörde würde es also kontrollieren, genau wie sie es richtig gesagt hat, wie sie auch andere Unternehmen kontrolliert, so diese auch. Und nebenbei, was die wenigsten vielleicht wissen, auch die Konkurrenz kann das machen. Ja, also wenn also ein Cannabis Vertreiber, nenne ich ihn mal, feststellen, der Konkurrent macht schlechte Qualität oder ist nicht das drin, was draußen draufsteht, dann kann er auch selber ihn sogar abmahnen. Das berühmte Abmahnwesen hat ja viele unangenehme Stilblüten, aber in diesem Fall können auch Konkurrenten sogar dagegen vorgehen, wenn Qualitätsstandards nicht eingehalten werden. Übrigens nicht nur, was den Inhalt betrifft, sondern auch, was die Beratung betrifft. Also Gesetze müssen eingehalten werden, darum macht man sie und das ist tendenziell Aufgabe des Staates, der jeweiligen Landesbehörde, aber es können auch Konkurrenten, und davon gibt es ja offensichtlich viele, wie wir auf der Messe hier sehen können, können auch die Konkurrenten dafür sorgen, dass die Standards eingehalten werden. Ja, es wurde hier viel geredet über Rationalität. Ich kann es jetzt nicht ganz teilen. Mein Eindruck ist nicht, dass hier rationale Diskussion stattfindet. Ich will meine Grundannahme dabei ein bisschen aufspießen. Und zwar ist das, dass der Staat gegen den Handel von Drogen sei. Da sehen wir ganz deutlich, die NATO hat Afghanistan platt gemacht und die Rekord-Opium-Ernten und die Rekord-Heroin-Produktion erst geschaffen. Von 0% auf 90% der weltweiten Produktion. Die NATO hat die Lufthoheit in diesem Land. Die NATO ist ein integraler Bestandteil des weltweiten Drogenhandels. Wie erklären Sie jetzt einerseits diese schönen Worte
wenn es um Cannabis geht, und andererseits diese Realitäten. Das sind Fakten, das sind Zahlen der Vereinten Nationen. Georg, sammeln wir noch ein bisschen? Oder? Es ist, wir merken hier arg, dass die Lautsprecher nicht Richtung Podium gerichtet sind. Ich würde sagen, wir beantworten sofort, aber am besten auch gleich dazu noch sagen, an wen die Frage gerichtet ist. Und wenn du vielleicht noch mal die Frage zusammenfassen könntest, aber versuch mal möglichst deutlich zu sprechen, das kommt hier schlecht an. Also da vorne ja sowohl Kriegsparteien als auch Bestandteile der Bundesregierung sitzen, richtet sich das ja im Prinzip an alle. Es sind bekannte Fakten, dass die Opiumproduktion und Heroinproduktion in Afghanistan von 0% auf 90% des weltweiten Marktanteils hochgefahren wurde durch die NATO, die übrigens auch die Lufthoheit besitzt in diesem Land. Wie passen die schönen Worte von Rationalität und Staates gegen Drogenhandel und so weiter zusammen mit diesen Realitäten? Also wir haben jetzt ein ganz großes Fass aufgemacht. Also richtig ist, dass Afghanistan ein ganz wichtiges Drogenanbaugebiet weltweit ist und viel davon auch in Deutschland, eine gar keine Frage. Ob nun die NATO daran schuld ist, das weiß ich einfach mal zurück. Die Frage, wie man in Afghanistan vorgehen sollte, ist außerordentlich komplex. Also der Bundestag hat ja jetzt gerade vor 2 Monaten wieder beschlossen, das Afghanistan-Mandat zu verlängern. Ich weiß nicht, wie die Grünen sich entschieden haben, aber die FDP hat in der großen Mehrheit dem zugestimmt. Ich persönlich habe mich da enthalten, weil ich Zweifel an dem Afghanistan-Mandat habe. Ich will nicht vertiefen, wir reden über Drogenpolitik. Ich will nur sagen, also Afghanistan jetzt einfach so ohne was abzuziehen, ist vielleicht auch nicht die richtige Lösung, aber es ist ein ganz, ganz komplexes Problem. Es ist ein Riesenland mit Gebirgstälern, die man eben tatsächlich schwer überwachen kann. Ich persönlich wäre in der Tat der Meinung, es muss sehr bald einen Abzugshorizont geben, aber welche Auswirkungen das auf die Drogenpolitik hätte oder die Drogen verfügbar in Deutschland, wage ich mir nicht auszumalen. Ich würde es aus anderen Gründen machen, nach dem Motto, da ist ein Regime, was nach wie vor nicht demokratisch ist. Warlords regieren da, die Taliban sind eher gestärkt worden. Also ich bin durchaus skeptisch mit dem Afghanistan-Mandat, da habe ich mich da auch enthalten bei dieser Abstimmung. Aber die Drogenpolitik, glaube ich, wenn man danach gehen würde, müsste man wahrscheinlich mit 500.000 Mann da reingehen, was keiner will. Aber diese Verbindung zwischen Drogenpolitik und Afghanistan-Einsatz teile ich nicht so. In großen Zügen kann ich Ihnen folgen, auch in der kritischen Haltung zum Afghanistan-Einsatz. Aber ich glaube, das ganz Wichtige, was wir in den Blick nehmen müssen, es geht ja nicht nur darum, dass über Kriegsvorgänge und auch Interessen von USA und NATO-Partnern Dinge überhaupt erst so in den Markt gedrückt worden sind. Das wissen wir ja zum Teil bei Heroin und dem Mohnanbau insgesamt. Aber wir wissen auch, diese Bauern brauchen reale und reelle Wirtschaftsalternativen. So. Und von daher geht es natürlich auch darum, dass wir insgesamt, wenn wir auf eine Friedensperspektive hinarbeiten, dafür sorgen, dass die Beteiligten überhaupt eine Chance haben, anderweitig so zu produzieren, dass sie für sich selber klarkommen können. Und da ist natürlich dieser illegale Markt einer, der sehr lukrativ ist und dann von daher auch dazu geführt hat, dass das immer mehr mitmachen. Und es ist natürlich auch so, dass die verschiedenen Taliban-Gruppen das zum Teil zur Refinanzierung nutzen. Ich will nicht in Abrede stellen, dass auch die USA bestimmte Dinge forciert haben. Das wissen wir ja mittlerweile. Aber wir müssen ja die Jetzt-Situation angucken und wir müssen jetzt drauf gucken, wie können realistische Perspektiven in diesen Ländern entstehen, damit wir aus dieser verhängnisvollen Spirale von Gewalt rauskommen. Und von daher zeigt sich aber auch sehr gut, dass man diese globale Strategie, die ja insgesamt die USA auch versucht hat, durchzusetzen, dass man repressiv mit den verschiedenen Drogen umgeht. Das ist ja etwas, wo man sieht, das scheitert an und für sich, wenn man nicht den Gesamtblick
weitet und genau schaut, was sind das denn für Mechanismen, die da zum Tragen kommen. Und jetzt mal ganz konkret zum Hanf. Das ist ja jetzt mal wieder eine ganz andere Geschichte auch an der Stelle, weil wir ja durchaus hier produzieren können. Also das ist ja nochmal was ganz anderes, was da an Markt entsteht. Das ist eher vielleicht vergleichbar mit dem, was wir im Bereich der Bierproduktion haben und Bierherstellung. Und in dem Sinne reden wir ja da über auch landwirtschaftliche Produkte hier. Gut, nächste Frage und wenn es irgendwie geht, konkret benennen, wer gefragt werden soll. Ich möchte das Mikro bitte selber halten. Eine Frage an die Bundestagsabgeordneten, beide. Wie nehmen Sie als Bundestagsabgeordnete das Lobbying der Saatgut-, Chemie-, Pharma-, Öl- und so weiter Industrie, also der Wettbewerber, der Hanfprodukte war? Gibt es da überhaupt ein Lobbying? Ich habe als gesundheitspolitische Sprecherin durchaus Anfragen von Unternehmen gehabt, als es so kurzfristig aussah vor Jamaika, ob vielleicht sogar tatsächlich eine Freigabe kommt. Da habe ich gemerkt, okay, ich habe Terminanfragen. Das ist immer ein Indikator dafür, dass natürlich verschiedenste Interessensgruppen versuchen, dann schon mal zu gucken, wie sieht vielleicht potenziell so ein Markt aus. Das Gleiche ist ja auch passiert bei Cannabis als Medizin. Auch da haben wir sehr starke Hinweise oder Terminwünsche aus der Industrie im weiteren Sinne. Aber natürlich haben wir auch die vielfältigen Kontakte zu den Initiativen und Interessensverbänden, so wie jetzt mit dem Hanfverband ja auch. Wichtig ist, glaube ich, dass jeder Abgeordnete für sich immer erkennt, wann es um ganz konkretes wirtschaftliches Lobbying geht oder wann es darum geht, zum Beispiel Bürgerrechte durchzusetzen, Selbsthilfeaspekte durchzusetzen und so weiter oder Patienteninteressen. Ich jedenfalls unterscheide danach sehr, sehr klar und mache auch alle meine Kontakte, die ich habe, wenn ich dann einen Termin zugesagt habe, auch öffentlich. Das gehört für mich zur Transparenz dazu. Dann kann sich auch jeder ein Bild machen, ob ich einen Interessenskonflikt habe oder nicht. Ich selber komme aber ganz, ganz klar aus der Kommune. Ich habe sehr, sehr lange ehrenamtlich Kommunalpolitik gemacht und von daher kenne ich einfach sehr, sehr viel auch die Interessenslagen einfach aus der Bevölkerung, aus verschiedenen Selbsthilfegruppen, Patientengruppen und so weiter. Und ich versuche, denen ein Sprachrohr zu sein, weil alle anderen Interessen setzen sich in der Regel sowieso schon sehr schnell, sehr mächtig durch. Deshalb sind meine Termine hauptsächlich Termine wie diese hier oder, was weiß ich, im Bereich der Psychiatrie, Psychiatrieerfahrene und so weiter, weil es einfach Bürgergruppen gibt, die schlecht zu ihrem Recht kommen. Und da gucke ich hin. Also wenn Sie im Bundestag sitzen, egal zu welchem Fachgebiet, haben Sie einen nicht enden wollenden Strom von Lobbyisten, die mit Ihnen sprechen wollen, Ihnen was zuschicken. Ist völlig in Ordnung. Ja, also wenn Leute uns informieren aus allerlei Sicht, man muss natürlich bei absolut jedem Gespräch wissen, der ist nicht zunächst mal am Gemeinwohl interessiert, sondern an seinem eigenen Wohl, neben seiner Firma oder seiner Organisation. Kleiner Unterschied zu Frau Kleinschmeig. Klar, Unternehmen wollen ihren wirtschaftlichen Interessen haben, aber wir haben auch genügend Gruppen, die sich gern sozial-ökologisch nennen, die auch sehr einseitig an Dinge herangehen. Das muss man aber wissen. Jeder Lobbyist, der zu mir kommt, muss wissen, hier in meinem Kopf als erstes, ich weiß genau, du bist einseitig. Das heißt nicht, dass ich mich trotzdem mit dem spreche. Ich höre mir das gesamte Spektrum an. Es sind auch Firmen schon da gewesen, die das verkaufen wollen. Es gibt auch Betroffene. Mit Herrn Wurth haben wir auch schon gesprochen. Auch bei der Psychiatrie bin ich auch zuständig. Ich spreche sowohl mit den Psychiatern, als auch mit den Psychotherapeuten, als auch mit den Betroffenen. Und übrigens nebenbei auch mit den Krankenkassen, die das Ganze nachher finanzieren wollen. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben den Auftrag, einen Interessenausgleich herbeizuführen zwischen Industrie, zwischen Kunden und allen möglichen, zwischen Patienten, Ärzten, Therapeuten. Das ist unsere Aufgabe. Man muss immer
ich kann morgens um 7.30 Uhr kann ich schon Frühstück haben, bis abends um 23 Uhr manchmal. Aber ich weiß das ehrlich gesagt zu würdigen. Ich bin über 30 Jahre selbstständig gewesen als in einer Zahnarztpraxis. Da ist es genauso. Was meinen Sie, wie oft da bei mir Pharmareferenten kamen? Ich habe dann, also nach den letzten Jahren kamen die nicht mehr, weil sie wussten, bei mir wird man nichts. Ja? Ich habe also eine neue Zeiteinheit erfunden. Sie kennen Stunden, Minuten, Sekunden. Es gibt noch durch mich eingeführt die Zeit, das Einfarm. Einfarm ist die Zeit, die ich brauche, um einen Pharmareferenten wieder hinaus zu komplimentieren. Dauert ungefähr 7 Sekunden in der sonstigen Zeit. Also man muss damit umgehen können, ist völlig in Ordnung. Aber Sie können sicher sein, also ich bemühe mich sehr, keineswegs einseitig Interessen von welcher Seite auch immer zu verfolgen. Da würde ich gerne mal kurz nachhaken, weil wenn ich es richtig verstanden habe, war die Frage ja, inwieweit sind da Lobbyisten unterwegs, die gegen die Legalisierung Lobbyismus betreiben? Und ich habe bei beiden jetzt praktisch gar nichts dazu gehört und das deckt sich eigentlich mit dem, ich habe selber die Frage auch schon 1000 Mal gestellt, ne? Gibt es da die Alkohollobby, die gegen die Legalisierung arbeitet oder Pharmalobby oder so? Und eigentlich gucken die Politiker immer genauso wie jetzt gerade, nö, irgendwie nicht. Ne? Außer vielleicht die Krankenkassen, die sagen, wir wollen die ganzen Blüten nicht bezahlen. Das war der einzige Hinweis, den ich da jetzt rausgehört habe. Das ist in der Tat so und ich glaube, das ist auch Hinweis darauf, wie wenig verankert in der Gesellschaft überhaupt noch diese Strafbarkeit ist. Das würde ich ganz, ganz klar sagen. Es gibt auch keine Wissenschaftler, bis auf Professor Thomasius, die auf einen zukommen, um da in die Richtung zu argumentieren. Ich bin eben auch für die Psychiatrievorstelle zuständig. Auch meine Kollegin, die ja eigentlich hier sonst wäre, Frau Kappert-Gonter, ist Suchtmedizinerin. Sie ist wirklich überzeugt für die regulierte Abgabe. Auch aus fachlichen Gründen. Und das ist mittlerweile gerade auch in der Suchtmedizin ein sehr, sehr breiter Strang von Experten, die diese Aspekte sehen, die zum Teil sogar auch Cannabis als Anwendung in einigen Bereichen sehen. Also das ist eine ganz andere Aufstellung als die politische Aufstellung der Union, wo die da meint, das wäre jetzt Volkes Wille. Das hat mittlerweile, glaube ich, ganz, ganz wenig nur noch mit in der Bevölkerung verankerten Haltungen zu tun, sondern ganz, ganz viel mit Beharren auf einem alten Identitätspunkt, wo man einfach immer sich so geäußert hat und nicht wahrnehmen, wie stark sich einfach auch in der Gesellschaft die Haltung verändert hat. Nächste Frage. Wenn es schon keine Lobby gibt, die versucht, das zu verhindern, die Legalisierung, wer verhindert es dann? Haben wir im Prinzip schon gesagt, die CDU, CSU, Teile der AfD und Professor Thomasius, also den gerade erwähnte, also der ist ein Hamburger, jetzt kranken aus Eppendorf. Ich war lange Zeit durchaus ein Fan von ihm, weil er beschäftigt sich mit Suchtverhalten im Jugend-, Kinder- und Jugendalter. Finde ich ein wichtiges Forschungsthema, muss man bin ich noch, sogar noch mehr forschen. Dann hatten wir ihn aber in der Anhörung in der hamburgischen Bürgerschaft und meine Faneigenschaft ihm gegenüber hat er also in wenigen Minuten zerstört, also 10 Minuten, dann hat er das geschafft, dass ich meine Meinung da über ihn geändert habe. Das führte dann zu einer, sagen wir mal, noch gerade im parlamentarischen Sprachgebrauch befindlichen Auseinandersetzung zwischen Professor Thomasius und mir. Er hat mich also nicht überzeugt und das Publikum war doch tendenziell auf meiner Seite. Also ich könnte mir vorstellen, dass die CDU den jetzt auch wieder benennen wird. Ich freue mich jetzt schon darauf, mich wieder mit ihm zu duellieren. Also ich staune wirklich. Seine Studien, ich bin kein Suchtexperte, aber ein bisschen was von Wissenschaft verstehe ich schon. Also die Studien, die er vorführt, die waren in sich, die ich gelesen habe, die hat er selber vor, in sich deutlich widersprüchlich. Und als ich ihm das dann unter die Nase gehalten habe in dieser Sitzung der hamburgischen Bürgerschaft, reagierte er ungehalten, ja, also will ich weiter vertiefen, also, aber mir macht sowas durchaus Spaß, mal sehen, was wir in 2 Wochen haben. Aber in der Tat, um etwas salopp zu antworten, also dagegen ist CDU, CSU, Teil der AfD und Professor Thomasius. Ein bisschen überspitzt, gebe ich zu, aber so in die Richtung geht es ein bisschen. Ja, wobei ich schon glaube, dass es auch in der Bevölkerung noch keine Überzeugung gibt, maximal jetzt. Das eine waren jetzt, wer verhindert das im Sinne der politischen Akteure, die haben sie richtig beschrieben, glaube ich. Aber ich glaube auch, dass in der Bevölkerung ja noch Vorbehalte sind. Das eine ist die Frage, wie schütze ich die Kinder und Jugendlichen? Da haben viele Leute sagen,
da ist etwas verboten und wenn es verboten ist, schützt es auch. So, das ist eine Grundüberzeugung bei vielen, erstmal bei vielen Menschen, die kann man entkräften, wenn man darüber diskutiert. Ja, man kann dann gesundheitspolitisch fragen, ja, wir wollen, auch das ist die Frage, ob, da haben wir wahrscheinlich gar nicht mal allgemein die gleiche Meinung. Ich möchte, dass die Menschen kontrolliert, wenn sie erwachsen sind, Zugang zu Cannabis haben, kontrollierte Abgabe. Aber ich sage nicht, Leute, es ist toll, dass ihr alle Cannabis konsumiert. Ich sage auch nicht, Leute, es ist toll, wenn ihr euch am Wochenende die Hacke voll die Birne wegsauft. Sage ich auch nicht. Und ich glaube, in der Bevölkerung muss man fragen, was wirkt gesundheitspolitisch? Verhindert das der gegenwärtige Verbot, verhindert das wirklich, dass Leute konsumieren oder nicht? Und die Realität zeigt ja, dass das Verbot irgendwie kein Instrument ist. Also ich muss immer, diskutiere immer, welche Instrumente wirken, wenn wir das gemeinsame Ziel haben, dass die Menschen nicht zu viel oder wenn sie zu jung sind, Cannabis konsumieren. Und dann komme ich dazu, dass dieses Verbot hat Kollateralschäden. Es wirkt sogar negativ. Ja, also Schwarzmarkt, keine standardisierte Menge etc. Kriminalisierung. Und das Zweite ist dann die Frage, wir haben ein Problem beim Cannabis, wie bei Alkohol oder bei anderen Drogen auch. Aber auch bei Cannabis haben wir ein Problem im Jugendalter. Und da zeigen ja auch die Studien, dass wenn Leute mit 14 Jahren konsumieren, inzwischen in Berlin, 14,6 glaube ich, ist der Durchschnittsalter zum Zugang zu Cannabis bei vielen, dass je, wenn Menschen statistisch früh Zugang zum Cannabis haben, auch die relative Wahrscheinlichkeit, ein problematisches Konsummuster zu entwickeln, höher ist, als wenn man im Erwachsenenalter anfängt zu konsumieren. Und wir wissen auch, dass es natürlich für die Gehirnentwicklung nicht gut ist, wenn Jugendliche viel Cannabis sich reinziehen. Also gerade da muss der Jugendschutz gestärkt werden. Also ich möchte mal, wir müssen weg von so einer, wenn wir Gesetze verändern wollen, wenn wir Mehrheiten mitnehmen wollen, aufbauen wollen, müssen wir auch weg von dieser Glorifizierung. Ich sage immer, wir brauchen keine Kifferidylle. Das möchte ich keinem persönlich hier zu nahe treten. Aber eine Kifferidylle produziert gesellschaftspolitisch das Gegenteil, nämlich Abwehrreaktionen bei vielen Leuten, die jetzt Ängste haben, die wir ihnen nehmen müssen durch eine rationale Diskussion. Also insofern brauchst du da gar nicht viele Lobbyisten. Vielleicht noch dazu, nach meinem Empfinden ist die Polizei der stärkste Gegner lobbymäßig gegen die Legalisierung. Polizeigewerkschaften, BKA, LKAs, die sind überall bei Anhörungen dabei als Sachverständige und werden ständig von Medien gefragt zu dem Thema. Ich habe den Eindruck, das ist die am stärksten organisierte Gegenlobby, die öffentlich irgendwie sichtbar wird. Die Zeit läuft uns jetzt weg. Wir haben noch 3 Minuten. Die würde ich dann eher nicht mehr für eine Publikumsfrage nutzen, sondern nochmal drauf eingehen. Der Titel dieser Veranstaltung hier heißt: Wann wird Cannabis legal? Und würde da gerne jetzt nochmal hier einmal in die Runde geben, mit bitte um kurzes Statement, eure Einschätzung. Wann wird Cannabis legal? Und diesmal fangen wir mal mit Ladies First an. Gewünscht hätte ich mir natürlich, dass mit der Anhörung jetzt am 27.06. der Startschuss für eine Verankerung und für die Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf fallen würde. Ich glaube es aber leider nicht, da muss ich realistisch sein. Ich hoffe, dass das ein Baustein ist, um dann tatsächlich in der nächsten Wahlperiode wirklich mit einer breiteren Haltung über mehr Fraktionen hinweg dann tatsächlich dazu zu kommen. Also ich hatte schon gesagt, die FDP ist optimistisch, ich bin optimistisch. Ob es am 27. Juni klappt, weiß ich nicht. Aber eine Antwort ist, wann wird das legal? Antwort, wenn die Vernunft siegt. Und ich setze auf die Vernunft. Spätestens, wenn wir auf Bundesebene Rot-Rot-Grün hätten, würde das auf jeden Fall durchkommen. Auf dem Weg dahin wäre ich wirklich zufrieden, wenn man jetzt die Modellversuchsklausel auf Bundesebene in diesem Sommer einführen könnte. So, jetzt nochmal der Hinweis, das ist nicht wirklich selbstverständlich, dass Bundestagsabgeordnete, die viele Anfragen kriegen, ständig und so weiter, sich auf so eine Veranstaltung hier begeben, in die Höhle der Kiffer sozusagen, eins der szenischsten Events, die man sich vorstellen kann. Nochmal vielen Dank dafür, dass ihr sie hier wart und bitte nochmal einen Applaus dafür.
Und nochmal der Hinweis für alle, die das hier interessiert hat, die das Programm hier überhaupt interessiert. Wir vom Handverband machen eine Konferenz zum zweiten Mal dieses Jahr im November, wo es nur um solche Themen geht, ohne Messeklimbim drumherum, in einer ruhigen Atmosphäre, wo es um Austausch und Vernetzung geht, um Detailfragen zur Legalisierung, wie, wann, wo wird legalisiert, wissenschaftliche Fragen, welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat das und so weiter und so fort. Also wenn ihr mehr davon wollt, schaut mal cannabisnormal.de, unsere Konferenz im November. Und damit gebe ich jetzt quasi nahtlos weiter zum nächsten DHV-Termin an meinen Kollegen Florian Rister. Danke für eure Aufmerksamkeit.